Ausgabe 139. Begrüßt mit mir Bruno Erni und Thomas Skipwith. Top-Renner-Tipps aus den USA. Scott McCain, der Unterschied macht es aus. Ich glaube, wenn wir unterschiedlich sind, fallen wir auf. Und das ist natürlich ein großer Satz. Ich bin gespannt, um was es hier geht. Herzlich willkommen, Thomas. Der beste Redner-Tipp, Top-Redner-Tipps aus den USA, den wir hier produzieren. Der Podcast ist also für Menschen, die weiterkommen möchten und einen deutlichen Unterschied in ihrem Leben haben möchten. Was ist denn der erste Tipp? Ja, Scott sagt, Vergleichbarkeit macht dich zur austauschbaren Ware. Ja, allerdings. Ja, man kann sich überlegen, Nescafé, die machen das so, dass mit diesem Kapselsystem schaffen sie es, das Kilo Kaffee zu über 100 Franken pro Kilo, also 100 Euro pro Kilo zu verkaufen. Mhm. Wenn du aber eine Kolbenmaschine hast, dann kaufst du das Pulver für, ja, sagen wir, 10 Franken, also ein Zehntel. Mhm. Und das ist ein Unterschied jetzt. Die schaffen es, das so zu unterscheiden, dass die Kunden, die Konsumenten bereit sind, mehr zu zahlen. Also wenn man anders ist, einen Unterschied macht, kann man auch mehr Geld verdienen. Genau. Ja, dann wirst du potenziell auch eher gewählt. Also Scott sagt, wenn du dich als Motivationstrainer bezeichnest, lädst du automatisch zum Vergleichen mit anderen Motivationstrainern ein. Mhm. Und das macht es natürlich schwierig, oder? Weil die berühmtesten Motivationstrainer, mindestens in den USA, sind Tony Robbins oder zum Beispiel Zig Ziglar. Wobei er ist unterdessen so alt, dass er nicht mehr groß auftritt. Dennoch ist es so, will ich mit denen verglichen werden? Wahrscheinlich nicht, weil dann kannst du vermutlich nur schlecht aussehen. Absolut. Ja, also die sind top of the top. Und dann ist so, ja, also wenn du nicht auch top of the top bist, dann willst du nicht mit denen ins gleiche Boot getan werden und sagen, ah ja, dann nehmen wir natürlich den Tony Robbins statt den Harry Müller. Ja, also das ist, glaube ich, klar. Es sei denn, es ist eine Frage vom Budget und so, da gibt es noch andere Faktoren, aber das ist dann auch schon wieder ein Unterscheidungsmerkmal. Ja, du verlangst dann nicht die gleiche Gage wie so einer, dann könnte es sein, dass man dich dann wieder in Betracht zieht. Tony Robbins kommt übrigens 2022 nach Europa. Mhm. Für alle, die ihn mal live sehen möchten, ganz nahe. Also 22, das wäre ja demnächst. Ja, ich habe den Eindruck, das ist in den nächsten Monaten, okay, irgendwie sowas. Okay, interessant. Mhm. Ja, sicher ein mega Anlass. Ja. Jetzt, Scott McCain sagt, wenn er gefragt wird, was er macht, dass er versucht, die Leute dazu zu bringen, dass sie dann sagen, oh, das klingt interessant, erzähl mir mehr. Ah, er weckt Interesse. Ja, okay. Also im Unterschied dazu, wenn er sagen würde, ja, ich bin Motivationstrainer, sagen die alle, aha, das ist so ähnlich wie Tony Robbins oder ähnlich wie Zig Ziglar oder ähnlich wie Bodo Schäfer. Genau. Was immer sie so im Kopf haben, was ein Motivationstrainer macht. Ja. Stattdessen versucht er eben, das dann so zu formulieren, dass der andere sagt, oh, erzählen Sie mir mehr. Mhm. Und Scott antwortet, dass, also in seinem Fall, ja, dass er mit Einzelpersonen und Organisationen zusammenarbeitet, um sich auf dem Markt zu unterscheiden, damit sie sich abheben und mehr verdienen können. Mhm. Oh. Und das ist natürlich für viele interessant, so unter dem Motto, aha, ja, und wie geht das? Kannst du mir mehr dazu sagen? Ja, und das, so schon Idee, ist er im Gespräch. Ja. Das er nimmt ist die Sicht, ja genau, er nimmt die Sicht des Kunden ein und erzählt, was er da quasi macht. Ja, toll. Er sagt auch, oder, die Kunden wollen keine Keynote als solches. Mhm. Und die einfach eine Keynote wollen, um ein Zeitfenster zu füllen an ihrer Konferenz, die wissen gar nicht die Arbeit eines Keynote-Speakers zu schätzen. Ja. Mhm. Also unter dem Motto, du füllst den Platz zwischen 10 und 11. Das ist dann so, ja gut, wenn du noch Videoaufnahmen brauchst, dann ist das okay. Dann musst du das aufnehmen, dann hast du wenigstens was davon. Aber es ist nicht wirklich diese Wertschätzung und auch nicht den Mehrwert, den du bringen kannst, die du willst. Was die Kunden wirklich von uns wollen, sind Ideen und Lösungen für Dinge, die sie profitabler und produktiver machen und ihr Unternehmen verbessern. Ja. Ja, also die wollen einen Mehrwert. Ja, absolut. Einzelpersonen suchen das Gleiche. Oh, also die im Publikum sitzen. Was kann mir der Redner mit auf den Weg geben, das mich inspiriert, informiert, motiviert oder mir zeigt, was ich besser machen kann? Ja, das sind so
wertvolle Keynotes. Mhm. Da warst du dann gerne dort. Das ist auch das, worum es im Gespräch gehen soll. Denn das soll das Endergebnis sein, dass man was mitnimmt. Die Rede ist das Mittel, mit dem wir zu diesem Endergebnis gelangen. Mhm. Also das ist der Transportweg. Und das finde ich auch interessant. Oder? Also in anderen Episoden haben wir das auch schon gehört, im Sinne von, oder eine Keynote ist ein Weg, um deine Inhalte zu transportieren. Ein Buch ist ein anderer Weg. Mhm. Ein Podcast ist ein dritter Weg. Mhm. Ein Video auf YouTube ist ein vierter Weg. Also da gibt es verschiedene, ein Training, ein Consulting, das sind alles Wege, um Informationen zu transportieren. Mhm. Und am Schluss des Tages will ich aber nicht das Training, sondern ich will ja dann damit was tun. Mhm. Das hebt er hier nochmal stark hervor. Ja. Und wenn du ein Keynote-Speaker bist, dann unterscheidest du dich von anderen, zum Beispiel von Trainern oder von Coaches, weil du ja dann eben auf der großen Bühne auftrittst, dass du diesen Weg gewählt hast. Und also denke an das Ergebnis, welches du anregen willst und nicht an das Produkt, das du vermarkten willst. Hast du noch ein Beispiel, so ein bisschen, wie man es vielleicht hören könnte, wie die einen darüber sprechen und wie man es besser machen sollte? Ja, also in Tom Singers Fall, sage nicht, ich bin ein Networking-Redner oder Speaker, sondern ich bringe Einzelpersonen und Unternehmen bei, wie sie ihre Produktivität durch die Verbindungen, die sie herstellen, verbessern können. Okay. Also die Produktivität steigern. Mhm. Und dann so, und wie machst du das? Ja, okay. Mhm. Jetzt Tom Singer in seinem Fall hatte den genialen Einfall, dass er sich eben nicht als Networking-Speaker bezeichnet, obwohl es um das Networking geht. Ja, also sein Thema ist Networking. Sondern er bezeichnet sich als Konferenzkatalysator. Aber ich habe gerade ein Bild im Kopf und um das geht es ja dann wahrscheinlich auch. Ja, oder? Also er hilft, diese Verbindungen an Konferenzen zu stärken. Er sorgt dafür, dass die Teilnehmenden untereinander sich verbinden. Mhm. Und dann macht er auch Medienplaner haben wahrscheinlich da die Möglichkeit, dann dich zu wählen, statt jemand anders, weil sie haben ja auch ein Bild im Kopf. Also Meetingplaner, nicht Medienplaner. Meetingplaner, ja. Ja, sie wählen uns anstatt jemand anderen. Mhm. Deshalb müssen wir uns von den anderen unterscheiden. Genau. Ich versuche also alles zu tun, was ich kann, um eine eigene Box zu bauen, anstatt den Vergleich mit anderen zu haben, die das tun, was wir als Keynote-Speaker tun. Ja, und jetzt lass uns mal beide kurz reflektieren. Thomas, wie ist denn das bei dir? Ja, also eines, was ich als Unique Selling Proposition habe, ist, dass ich ausschließlich den Auftritt vor Publikum unterstütze. Ja, also ich mache kein Telefontraining, ich mache kein Verkaufstraining, ich mache keine, wie spricht man Konflikte an oder so, sondern nein, bei mir geht es darum, wie kannst du präsentieren, damit das Publikum dir an den Lippen hängt. Ja. Und natürlich im Nachgang dann auch dein Produkt oder deine Gedanken kaufen. Mhm. Ja, und das muss inhaltlich gut strukturiert sein und das muss gut delivered werden. Also von der Vortragsweise muss das gut daherkommen, dass das attraktiv ist. Mhm. Das unterscheidet mich von vielen anderen. Also ich bin kein Hans Dampf in allen Gassen, sondern ich habe eine ganz schmale Nische gewählt. Mhm. Außerdem bin ich einer der wenigen, die das sowohl auf Deutsch, auf Englisch und auf Französisch können. Mhm. Ja. Also hast du hier auch deine Box selbst gemacht und wirst so nicht unbedingt vergleichbar. Mega cool. Bei mir das Gleiche als Energiecoach. Sorge ich dafür, dass es den Menschen in einer Welt jenseits der Logik besser geht, dass sie glücklich und gesund auf ihrem Seelenweg, sage ich immer, den inneren Fixstern leben können, den finden können. Und da habe ich auch meine eigene Box kreiert und ich finde diese Aussage hier von Tom Singer oder einfach von Scott McCain mega wertvoll, einfach nochmal zu hören, sei einzigartig, lebe deine Geschichte, ja, und nimm den Kundenfokus ein. Mach es nicht kompliziert, mach es einfach und verständlich. Mega cool. Ja, und je vergleichbarer, dass du bist, oder in den Augen, sagen wir, des potenziellen Kunden bist. Ja. Mhm. Ja, das ist entscheidend. Ja. Er kauft ja. Also je vergleichbarer du bist, umso eher kann er ja auch dann, oder denkt er, kann er den Preis drücken. Genau, genau. Er hat das Gefühl, er kennt es und will es reduzieren, aber wenn du einzigartig bist, dann geht's wird das nicht. Ganze schwer. Genau, dann ist es viel, viel schwieriger. Ja. Sehr schön. Was müssen wir denn hervorheben?
Ja, also um mit der Differenzierung anzufangen, solltest du beim Inhalt deiner Keynote anfangen. Mhm. Weil dann aus dieser guten Keynote entstehen weitere Aufträge, Buchverkäufe und Abos. Ja. Es darf nicht sein, dass man dich sieht auf der Bühne und da sagt, aha, ja, also da, noch drei andere hätten das mindestens so gut gemacht. Ja, dann nehmen die beim nächsten Mal den günstigeren. Ja, genau. Ja, zu Recht, weil ich meine, dann kriegen sie ja dasselbe für weniger Geld. Und deshalb muss man auch schauen, dass eben sein Produkt, seine Keynote einmalig ist. Mhm. Das wiederum fördert dann weitere Aufträge. Das ist im Idealfall, wenn du eine gute Keynote gehalten hast, kommen dann zwei, drei Personen nach dem Keynote zu dir und sagen, oh, könnten Sie das auch für uns und mein Team machen? Mhm. Und natürlich förderst du dadurch auch dann die Buchverkäufe und Abos oder was immer du für Kanäle hast, um deine Inhalte zu transportieren. Mhm. Cool. Was sagt noch Zig Ziglar? Ja, Zig Ziglar, ein berühmter amerikanischer Motivationsredner. Übrigens, ja, das ist ganz witzig, vor Jahren, als ich so Teenager war, hat mir meine Tante, sie kam und wohnte in den USA, eine Kassette geschenkt von Zig Ziglar. Deshalb kenne ich den. So cool. Ja, das habe ich noch auf Tonbandkassette gehört. Also für alle, die nicht wissen, was das ist, können sie ja kurz googeln, ja, eine Tonbandkassette. Also das war einfach das Medium, auf dem die Sprache abgespeichert wurde. Ja. Und, hey, mega cool. Und daher kenne ich auch seinen Spruch. Und sein Spruch war, don't be a meaningless, a wandering generality, but a meaningful specific. Also sei nicht eine wandernde Allgemeinheit, irgendwas, ja, was du überall findest, sondern sei etwas Spezielles, differenziere dich, sei speziell, ein Spezifikum, er nennt das ein bedeutendes, bedeutungsvolles Spezifikum. Und das fand ich ganz witzig, das ist so einer dieser Sätze, wenn du mit einem Amerikaner sprichst, den er vermutlich kennt. Ja, schön. Und jetzt schließt sich hier der Kreis nach so vielen Jahren. Du machst einen Podcast über ihn. Ist ja mega cool, oder? Ja, das ist natürlich cool. Ja, genau. Ja. Lass uns zu Tipp 2 kommen. Du kannst dein eigenes Geschäft nicht coachen. Oh la la. Auch das wenn du dich Business Coach nennst und in diesem Bereich unterwegs bist. Ja, weil du hast blinde Flecken. Mhm. Das geht einfach nicht. Oder du bist Speaker, du kannst nicht alleine deine Keynote zur Perfektion trimmen. Nee, ich meine, in meinem Fall für meine Keynote, da bin ich zu Michael Rossier, hey, hier, Coaching Session, ich halte die Keynote, der gibt mir Feedback. Oh, das kann ich noch ändern, stimmt. Ja, oh, das ist eine gute Idee. Oder, okay, nein, hier bin ich nicht einverstanden, das behalte ich so. Aber da musst du andere zur Unterstützung rufen. Ja, und das ist das Tolle hier in der GSA. Also die Chancen sind so groß, dass du hier wertvolle Coaches anfragen kannst. Also los geht's. Ja. Wie finde ich denn den richtigen Coach, wenn ich schon bei dieser Frage bin? Ja, also es muss vor allem einer sein, der dir das nicht so einfach macht. Ja, der muss sich ein bisschen fordern. Fortschritt ist unbequem. Ja. Ja. Da musst du dich ändern. Ja, Fortschritt ist unbequem. Ja. Und eine der Fragen, die Scott einem Coach stellen würde, lautet, was qualifiziert Sie dazu, mein Leben zu verändern? Oh wow, ist ja eine coole Frage. Ja, gefällt mir der Scott. Mhm. Und du musst dir natürlich selbst zusätzlich die Frage stellen, was du vom Coach willst. Mhm. Was ist dein Ziel? Also willst du, dass er dir mit deiner Keynote hilft? Oder dass du deine darüber hinausgehenden Ziele erreichst. Also geht es um dein Leben, geht es um die Familie, geht es ums Business, geht es ums Marketing, geht es um das Gesamtpaket, einen Webauftritt etc. Also da muss es dir schon klar sein, was du willst. Ja. Also ein gutes Vorbild heißt auch, dass der Coach wahrscheinlich schon dort ist, wo du hin willst. Das wäre dann auch authentisch oder einfach viel Erfahrung hat in diesem Bereich. Ja, ich würde vor allem auf die Erfahrung setzen, wobei ich würde jetzt das nicht so extrem formulieren, dass er schon dort war, wo du hin willst, wobei das kann sehr viel helfen. Aber ich denke zum Beispiel an jemanden wie Roger Federer. Mhm. Ja, das war einer der Top-Ten-Spieler. Ja gut, also, in der Geschichte. Das ist jetzt. Der heftig. Konnte ja nie jemanden haben, der so gut oder besser ist als er. Da hast du recht. Weißt du, wie ich meine? Also, aber er braucht jemanden Guten, der es schafft, ihm zu helfen, noch besser zu werden.
Genau, für die eigene Entwicklung, ja, ah, klar. Ja, also deshalb stimmt. Muss der Coach nicht unbedingt jetzt ein Top-Speaker sein. Mhm. Es gibt ja neben dem Coachings noch andere Möglichkeiten, wie ich da vorankomme. Was gibt es noch? Ja, natürlich dieses Konzept der Mastermind-Gruppe. Da haben wir auch schon Episoden dazu. Und die Mastermind-Gruppe ist eine Gruppe von Leuten, die sich gegenseitig unterstützt, besser zu werden. Also das sind dann irgendwo zwischen 4 und 8 Personen. Das kann man da selber wählen, mal schauen, was einem auch liegt, was einem passt und ob man überhaupt die Leute findet, die sich eignen, um dann in dieser Gruppe mitzumachen. Aber es geht also darum, dass man sich regelmäßig trifft und austauscht und einander wirklich auch unterstützen will, und zwar vorbehaltlos. Und es geht nicht um den eigenen Vorteil, sondern man soll, jedes Mitglied ist idealerweise uneigennützig am Erfolg des anderen interessiert. Ja. Das ist eine erfolgreiche Gruppe. Mhm. Ja, und das ist natürlich nicht ganz einfach, solche Leute zu finden. Ja, also man muss sich angespornt fühlen zu helfen, bedingungslos Herausforderungen sich stellen. Ja, man muss den sich selbst angespornt fühlen, sondern die anderen auch anspornen. Ja, sondern, genau. Weil die sollen dich ein bisschen fordern, genauso wie der Coach das ja auch soll. Ja. Ja. Also die anderen sollen dich herausfordern, nicht einfach nur, das hast du gemacht, ja, das ist doch ganz gut. Ja. Okay, nett, gehen wir weiter. Nee, das bringt dann nichts oder wenig. Ja, so könnte man so ein bisschen auch vergleichen, Menschen, die gut unterwegs sind, die, ja, es gibt also wie so die zwei Möglichkeiten. Du bist ein Einzelgänger oder aber du hast die Gruppenenergie. Mhm. Aber auch wenn du ein Einzelgänger wärst, ist es wichtig, dich zu vernetzen, weil du eben, Thomas, hast es gesagt, die blinden Flecken so reduzieren kannst, oder? Ja. Gibt es so eine Geheimformel? Ja, werde Mitglied in der GSA. Ja, wow, also das ist ja cool, diese Aussage. Ja, gut, das stimmt. Das ist, wir sind sehr zugespitzt formuliert, aber nee, such dir Leute, die ähnliche Ziele haben oder die dich eben weiterbringen können. Also in diesem Fall empfiehlt Scott, dass du andere Speaker-Freunde organisierst. Ja. 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 Und gerne dürfen die zu anderen Themen referieren. Ja. Oder auch zum selben. Andere Themen sind insofern eben dann noch einfacher, dass sie dich uneigennützig unterstützen. Ja, weil sie sagen, hey, ja, okay, mach doch mal das in diesem Bereich. Oder mach mal deine Seminare, Thomas, am Wochenende statt immer nur Donnerstag, Freitag. Mhm. Ja, es öffnet dir wirklich Möglichkeiten. Die GSA hat mir schon viel Positives bereitet, auch den Podcast mit dir hier, Thomas. Und empfehle den Podcast weiter, wenn wir schon dabei sind. Abonniere das Ganze hier, weil das sind unfassbar wertvolle Tipps, die entgleiten dir sonst. Absolut. Und wenn du willst, kannst du es auch schriftlich noch runterladen. Ja, also da haben wir Shownotes. Manuskript dazu. Lass uns noch eintauchen in die Ausgabe 140. Unfassbar. 140. Weißt du da was schon, was kommt? Ja, das ist kein Zufall, dass ich das schon weiß. Und zwar geht es da um die Episode Ohne Selbstvertrauen kein Erfolg. Ja, das ist wirklich kein Zufall, weil Thomas hat sich das schon angehört und transkribiert. Und ich freue mich auf die nächste Ausgabe mit dir. Das war 139. Wir hören uns wieder. Und eines noch, Thomas. Tun, tun, tun. Ja, oder? Absolut. Ich wünsche dir viel Erfolg. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast Top-Renner-Tipps aus den USA. Bruno, Ernie und Thomas Skipwith.